geistlicher Besuch. In den ersten Januartagen besuchte uns ein deutsch sprechender Trappistenpater und blieb einige Tage. Er lud uns ein, nach dem Abendessen im Saal zu bleiben, wo wir religiöse Fragen mit ihm besprechen könnten. Mehr aus Neugier, was der fromme Mann uns wohl zu sagen hatte, blieben viele im Saal, aber auch einige Zensoren. Der Pater hielt aber einen religiösen Vortrag, der die Zensoren anscheinend nicht interessierte, und sie verließen den Saal, noch bevor der Vortrag beendet war. Auch ein Teil unserer Leute ging, als er zu Ende war. Dann setzte sich der Pater unter uns an den Tisch und sagte frei heraus, dass er mit seinem Vortrag die Aufpasser verscheuchen wollte, aber jetzt können wir frei reden. Zuerst wollte niemand so recht mit der Sprache herausrücken, denn wer konnte wissen, ob der Pater auch wirklich echt war? Der Pater merkte das und so stellte er von sich aus Fragen und versicherte uns, dass er für Abhilfe sorgen werde, wenn wir nicht nach den geltenden Vorschriften behandelt würden. Ganz allmählich wurden dann mehr oder weniger belanglose Fragen gestellt. Ich hörte zu, was der Pater antwortete, und beobachtete ihn genau. Dabei gewann ich den Eindruck, dass man ihm vertrauen konnte. Ich meldete mich dann zu Wort und sagte ihm, dass er der erste Außenstehende sei, der uns seit Kriegsende besuche, und fragte ihn, ob ihm bekannt sei, dass wir seitdem nicht mehr schreiben durften. Er wusste es nicht und machte sich Notizen, auch über sonstige Fragen, die von anderen gestellt wurden. Mehr fragte ich nicht und wollte erst einmal abwarten, denn er sagte uns, dass er einige Tage bei uns bleiben werde. Am Dreikönigstag, der auf einen Sonntag fiel, wolle er einen Gottesdienst halten, aber wir mussten an dem Tag arbeiten, und so spielte sich der Feiertag erst am Abend ab. Zu unserer Überraschung erhielten wir am 5. Januar abends jeder eine Doppelkarte mit dem Befehl, den einen Teil sofort auszufüllen und bis zum nächsten Abend abzugeben. Es war eine jener vorgedruckten Karten, wie sie bei Verlegung und Adressänderung ausgegeben wurden, ohne sonstige Schreibmöglichkeit. Da ich ja wusste, wo meine Familie war und auch noch seit Camp Clark einige Briefe von meiner Frau erhalten hatte, hielt ich diese Karte nicht nur für überflüssig, sondern auch für anmaßend und geschmacklos, weil sie entgegen der bisherigen Karten den Aufdruck trug: Ein Mitglied der geschlagenen Wehrmacht sucht seinen nächsten Angehörigen. Nein, sagte ich mir, diese Karte schreibe ich nicht, und legte sie weg. Doch am nächsten Abend kam ein Mann aufgeregt von der Schreibstube zu mir und verlangte meine Karte. Sie sei die einzige, die noch fehle, und in 10 Minuten müssten alle Karten abgegeben werden. Ich sagte dem Mann, dass ich wüsste, wo meine Familie sei und deshalb die Karte nicht schreibe. Gleich danach kam der Spieß selbst und sagte mir, er müsse dem Kommandanten melden, wenn jemand die Karte nicht schreibt. Ich bekäme dadurch Schirrereien. Da ahnte ich den Zusammenhang und füllte die Karte aus. Nach am selben Abend erhielt ich die Bestätigung, dass ich selbst die Kartenaktion verursacht hatte, und der Pater verbuchte sie als ersten Erfolg beim Kommandanten, der diese Karten sonst vielleicht nicht ausgegeben hätte. Für mich ist die Karte heute ein interessantes Dokument. Abends saßen wir noch lange mit dem Pater zusammen. Er verteilte reichlich allerlei Liebesgaben, einschließlich Tabak und Zigaretten. Es ergab sich auch noch Gelegenheit zu vertrautem Gespräch im kleinsten Kreis. Dabei erzählte ich dem Pater auch von der Vernehmung am Silvesterabend und der dabei ausgesprochenen Drohung mit der Auslieferung. Er sagte, in kirchlichen Kreisen sei man sehr besorgt über manche Dinge, die sich zurzeit abspielten, aber die Kirchen würden ihren ganzen Einfluss aufbieten, um die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Auf höchster Ebene seien während des Krieges Abmachungen getroffen worden, die erst jetzt allmählich bekannt wurden. Es mache sich in manchen Kreisen auch bereits eine Ernüchterung bemerkbar, und er glaube nicht, dass die erwähnte Drohung Wirklichkeit werde. Nun, der Pater hat Recht behalten. Heute weiß ich, dass von Seiten der Kirche in Amerika als auch in England viel für uns getan wurde, wenn es auch eine gewisse Zeit brauchte.
Das Gerücht vom baldigen Ende in Yuma hielt an. Es wurde sogar ein Termin um den 10. Januar genannt. Dann hieß es wieder, es käme nur ein Teil weg, und zwar in ein anderes Seitenlager. Eines Abends fragte ich unseren Spieß, was denn nun Wahres daran sei. Er sagte mir, zuerst kämen 160 Mann weg und gab mir den Rat, mich dafür zu melden. Die Leute kämen in ein großes Lazarett bei Denver. Jedenfalls sei dort die Unterkunft und die Verpflegung besser als in Carson, das total überbelegt sei, aber trotzdem wollten alle dorthin, weil sie glaubten, dann schneller auf Heimtransport zu kommen. Mir hing der Mais zum Halse heraus und es war keineswegs sicher, dass Yuma so bald aufgelöst wurde. So ließ ich mich denn auf die Liste setzen und brachte es noch fertig, 2 Tage nicht zu arbeiten, indem ich mich krank meldete. Auf nach Denver, Fitzsimmons. Am 13. Januar, einem Sonntag, kamen abends 5 Unibusse an und ich packte meine Sachen. Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr fuhren wir bei kaltem, aber trockenem Wetter ab auf der großen Landstraße nach Westen den Rocky Mountains entgegen. Fast auf der ganzen Fahrt hatten wir die Schneeberge vor uns, die allmählich näher kamen. Nur wenige Orte lagen an der Straße, und wenn wir an ein Dorf herankamen, so merkten wir, dass zuerst an einem Berg rostiger Konservendosen neben der Straße. Rostende Autos entlang der Straße waren auch keine Seltenheit, aber auch Wagen, von denen man glauben mochte, sie parkten nur, hätten sie nicht im Straßengraben gestanden. Jedes Schild an der Straße erregte unser Interesse, aber meistens waren es nur Reklameschilder der an der Straße liegenden Tankstellen oder ein Ortsschild. So fuhren wir durch kleine Ansiedlungen, von denen eine sich Berlin und die andere Straßburg nannte. Kaum ein Baum war zu sehen, nur weites, kahles Land. Erst gegen Mittag änderte sich das Bild, die Landschaft wurde lebendiger und der zunehmende Verkehr auf der Straße deutete auf die Nähe einer größeren Stadt hin, was nur Denver sein konnte. Doch ganz bis dorthin kamen wir nicht. Gegen 14 Uhr tauchte halb rechts in einer weiten Senke eine Parklandschaft mit vielen großen Gebäuderennen auf. Wir verließen die große Straße und fuhren bald an der äußeren Umzäunung des Parks entlang, dann durch ein Tor hinein und hielten vor einem weiteren Tor, hinter dem sich ein Gefangenenlager befand. Wir waren im General Hospital Fitzsimmons bei Denver. Alles deutete auf den ersten Blick darauf hin, dass wir einen guten Tausch gemacht hatten. So begrüßte uns hier der Spieß aus Kersey mitsamt dem Küchenpersonal. Auf meine Frage, was uns hier erwartete, sagte er mir, sei froh, dass du hier bist, hier gibt es alles. Gutes Essen, Unterkunft, Kantine, Kino, leichte und geregelte Arbeit und Geld. In der Freizeit kann jeder machen, was er will, nur nicht abhauen, was auch wenig Sinn hätte. Weiter sagte er mir, dass jetzt rund 300 Mann hier seien, die aus verschiedenen Lagern stammen. Den Nachmittag benutzten wir zum Einrichten auf den Baracken, welche hier die gleichen waren wie in Camp Atterbury, mit denselben Betten und Steppdecken. Die Baracken waren die einzigen Gebäude, die zusätzlich aufgestellt waren. Alle übrigen Gebäude, auch aus Holz, wie Küche und Verwaltung, sowie eine große Halle für Veranstaltungen aller Art, waren älteren Datums. Um 17 Uhr kamen die einzelnen Kommandos von ihren Arbeitsstellen und um 18 Uhr gab es Abendessen im Esssaal. Der war unmittelbar neben der Küche. Mancher traf hier wieder mit alten Bekannten zusammen und neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Es gab anscheinend keine besonderen Probleme, denn alle waren zufrieden. Am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück war um 7.30 Uhr antreten, die einzelnen Kommandos wurden aufgerufen und marschierten teils selbstständig oder begleitet von einem Posten zu den einzelnen Arbeitsstellen, die über den ganzen Komplex verteilt und unterschiedlichster Art waren, auch betreffend des Anmarschweges. Die Arbeit begann um 8 Uhr mit einer Mittagspause von 12 bis 13 Uhr und endete um 17 Uhr, also nach 8 Stunden Arbeitszeit. Die ersten 3 Tage war ich einem Kommando zugeteilt, das junge Bäume mit der Wurzel freigrub, wo sie zu dicht standen.
Ein Spezialfahrzeug hob die Bäume aus, transportierte sie an Stellen, wo zu wenige Bäume standen, und senkte sie in ausgefräste Gruben ab, wo sie neu eingepflanzt wurden. Das Zuschütten und Planieren besorgten Bulldozer. Das ganze Projekt wurde von einem Fachmann geleitet, dem einige zivile Forstleute unterstanden. Diese Arbeit war nicht ganz nach meinem Geschmack, aber immerhin besser als Mais und niemand drängelte. Wieder Arbeit als Tischler. Am dritten Tag kam im Laufe des Vormittags ein Zivilist mit einem Schreibbrett und fragte bei jeder Arbeitsgruppe nach den erlernten Berufen. Der Mann sprach gut Deutsch und als er hörte, dass ich Tischler sei, sagte er erfreut: Oh, das ist gut, kann ich gebrauchen. Mit mir in der Gruppe arbeiteten noch zwei Mann, die ich aber kaum kannte. Einer der beiden, ein kleiner junger Mann, sagte, er sei auch Tischler, was auch akzeptiert wurde. Schon am nächsten Tag fand ich mich mit diesem Mann in einem Tischlerkommando wieder, das aus insgesamt 12 Mann mit einem Obergefreiten als Kommandoführer bestand. Mit verschiedenen anderen Kommandos marschierten wir ins Zentrum der Gebäudeanlagen, begleitet von einigen Posten. Unterwegs scherten die Kommandos aus, die am Ziel waren, und verschwanden in den einzelnen Gebäuden. Nach etwa 10 Minuten hatten wir den Werkstättenkomplex erreicht, wo sich die einzelnen Fachgruppen trennten und ihre Arbeitsstätten aufsuchten. Die Tischlerei war ein gut eingerichteter Betrieb und wurde von einem älteren, aber noch sehr rüstigen Boss geleitet. Außerdem waren da noch zwei ältere Zivilisten, von denen der eine Emil hieß. Er blieb meistens mit dem Boss in der Werkstatt, während der andere mit ihm hinauf auf die Arbeitsstelle ging. An diesem Morgen begrüßte der Boss die Neuen, stellte einige Fragen über die bisherige Tätigkeit, behielt zwei Mann zurück und dann rückte das Kommando ab auf die Baustelle ganz in der Nähe. Dort angekommen erklärte Adolf, so hieß der Kommandoführer, kurz die Arbeit und verteilte das Werkzeug. Unsere Arbeit bestand nun darin, auf bereits fertigen Betonbodenfundamenten Holzgerippe zu errichten, die dann mit Zellplan überzogen wurden. Ganze Reihen solcher Zelte waren bereits fertig und im Betrieb, aber viele Bodenplatten waren noch leer und neue wurden gegossen. Das Ganze sollte ein Rehabilitationszentrum für verwundete und genesende Soldaten werden. In einige der fertigen Zelte schaute ich mal hinein. Sie waren als Labors eingerichtet mit vielen Einzelplätzen, an denen Soldaten unter Aufsicht und Anleitung von Fachkräften experimentierten. Ich war nur am ersten Tage bei dieser Kolonne, kam aber später nochmals einige Tage dazu. Am nächsten Tag bestimmte mich der Boss dazu, in einer Wohnung Linoleum zu verlegen. Mit dem nötigen Werkzeug versehen, begleitete mich Emil dorthin. Es war eine Wohnung für verheiratete Soldaten in einer Reihe hübscher Bungalows. Das Material war bereits dort. Emil schloss die Tür auf und zeigte mir das Wohnzimmer, das einen neuen Bodenbelag erhalten sollte. Dann ließ er mich allein. Ich arbeitete ganz allein in der Wohnung, ohne dass mich jemand störte, bis 11.30 Uhr. Da kam mit ziemlich schnellen Schritten eine junge Frau herein, stutzte, als sie den fremden Mann in ihrer Wohnung sah, begriff aber schnell die Situation und freute sich, dass der Boss endlich an sie gedacht hatte. Sie redete mehr, als ich verstehen konnte, während sie auf dem Gasherd ein Mittagessen zubereitete, fragte alles Mögliche und ich gab ihr Antwort. So gut ich das eben konnte. So erfuhr ich, dass sie und ihr Husband im Hospital beschäftigt seien und er gleich zum Essen kommen werde. Sie lud mich auch zum Essen ein, aber ich dankte, weil ich da doch noch ins Lager musste. Das fand sie sorry. Kurz vor 12 Uhr kam ihr Mann, ein Staff Sergeant, der weniger redselig, aber nicht unfreundlich war. Obwohl er ja selbst sah, warum ich da war, hielt die Frau es für nötig, ihm das noch zu erklären. Während er bereits am Tisch Platz nahm und ich mich anschickte zu gehen mit dem Hinweis, um 13 Uhr wiederzukommen, fragte sie noch schnell, »Do you like the United States?« Ich sah, wie der Mann aufhorchte und interessiert auf die Antwort wartete. So sagte ich denn, »I respect the United States, but I like Germany.« Der Mann nickte schmunzelnd Zustimmung und die Frau sagte schnell, »Oh yes, that's very nice.« Am Nachmittag beendete ich die Arbeit frühzeitig und wirkte dann noch in der Werkstatt. Vom nächsten Tag an arbeitete ich fast nur noch in der Werkstatt und eine Woche lang zusammen mit dem Österreicher Sepp in der Druckerei,
wo wir im Maschinenraum Linoleum verlegten. Die Arbeit war auch schwierig, weil der Betrieb weiterlief und die Maschinen ausgespart wurden. Dafür gab es aber auch manchen Spaß. Die Soldaten, die dort beschäftigt waren, erwiesen sich als prächtige Burschen, die uns manche Flasche Bier und Zigaretten zusteckten. Nur einer, der mittels Fotoapparat Druckplatten herstellte und Formulare druckte, blieb die ganze Zeit todernst und beteiligte sich an keinem Gespräch oder Spaß. Die Späße drehten sich im Allgemeinen um Frauen und besonders um das hübsche Bürofräulein, das sich an seinem Schreibtisch hinter einer Glaswand fast nur mit dem Telefon befasste und sich viel langweilte. Obwohl sie jeden Tag ein anderes Kleid trug, war sie leicht angezogen und legte in Ruhestellung ihre Füße ungeniert und aufreizend auf die Tischplatte. Ob man nun hinschauen wollte oder nicht, sie saß einfach im Blickfeld, man konnte sie gar nicht übersehen und dazu noch die anzüglichen Bemerkungen der Soldaten. Ich gab mich ganz gelassen mit dem Bewusstsein, dass die Trauben doch viel zu hoch hingen. Aber Sepp, der noch etwas älter war als ich, hatte seinen Kummer, wenn er es auch leugnete. Ich fragte ihn einmal, als er wieder hinstarrte, was er von ihr hielt und er sagte, na ja, die wäre gut fürs einmal ins Bett, aber nichts zum Heiraten. In der Druckerei wurden alle Drucksachen hergestellt, die am Hospitalbereich gebraucht wurden. Alle Arbeiten aufzuführen, würde zu viel sein. Die Zeit in Fitzsimmons war für mich sehr lehrreich. Ich habe dort manches dazugelernt. So habe ich dort zum ersten Mal an einer Bohrmaschine gearbeitet, mit der man viereckige Löcher bohren konnte. Ebenso gab es dort eine Schleifmaschine, die genauso arbeitete wie eine Abricht- und Dicktenhobelmaschine, allerdings nicht so hochtourig. Der Boss hatte sich bald davon überzeugt, dass ich seine Aufträge vollständig und selbstständig ausführte. Wenn irgendwo in einem der vielen Gebäude eine Arbeit fällig war, so ging er mit mir dorthin, zeigte mir, was gewünscht wurde und überließ mir die Ausführung. Er selbst war die meiste Zeit unterwegs mit seinem Chevrolet. Wie er einmal sagte, betrieb er die Werkstatt in eigener Regie als Pächter von der Armee. Mit den anderen Werkstätten war es ähnlich. Die nur Möbeltischler waren ein völlig getrennter Betrieb und hießen Cabinet Maker, während die Bautischler und Zimmerleute unter der Bezeichnung Carpenter liefen, also entgegengesetzt zu unserem Begriff. Bei uns ist der Zimmermann ein Beruf für sich, während der Tischler sowohl für Bau als auch Möbel ausgebildet wird. So war es jedenfalls bei mir, aber in anderen Teilen Deutschlands galten auch andere Regeln. Das wurde meinem kleinen Kollegen zum Verhängnis. Als aushilfsweise ein Cabinet Maker gesucht wurde, meldete sich der Kleine in der Annahme, bei mir in der Werkstatt arbeiten zu können, statt beim Zeltbau, wo es ihm zu kalt war. Doch der Boss brachte ihn zu den Möbeltischlern, wo er vollständig versagte und am nächsten Morgen schon wieder zurückkam. Wie er mir eingestand, hatte er vom Möbelbau überhaupt keine Ahnung, sondern er hatte nur vorübergehend einmal als Hilfsarbeiter in einem Holzbetrieb gearbeitet. Der Junge tat mir leid, aber ich konnte ihm auch nicht helfen und so musste er weiter als Hilfsarbeiter beim Zeltbau arbeiten. In Fitzsimmons waren hauptsächlich Verwundete aus dem Pazifikkrieg untergebracht. Die leichteren Fälle konnten wir täglich sehen, aber es war schwierig, Einblick ins Innere der einzelnen Stationen zu bekommen, soweit man nicht dort beschäftigt war. Die ganz schweren Fälle bekam kaum einer von uns zu sehen. Mit der Zeit kam ich in viele Gebäude, wo irgendwas zu reparieren oder abzuliefern war. So hatte ich auch einmal in der Wohnung eines Colonels fabrikneue Möbel auszupacken und aufzustellen. Bei solchen Gelegenheiten fiel auch gewöhnlich ein Trinkgeld in Form von Zigaretten oder Schokolade ab. Ich sah aber auch, wo und was die anderen Kameraden arbeiteten. Wohl die meisten waren mit der Pflege der Linoleumfußböden beschäftigt, andere hielten die Wege und Anlagen sauber. In einer großen Halle mit der Aufschrift Gymnasium verstand jeden Morgen ein großes Kommando und Amerikaner gingen den ganzen Tag dort aus und ein. Ich wusste lange nicht, was dort eigentlich vor sich ging, bis ich die Kegel rollen hörte. Es war ein Raum für Bewegungstherapie und unsere Leute hatten nichts anderes zu tun, als Kegel aufzurichten. Die ständigen Kommandos gingen auch längst ohne jede Begleitung von und zur Arbeit.
Die Kommandoführer waren dafür verantwortlich, dass abends alle im Lager waren. Ich habe auch nie gehört, dass jemand abgehauen ist, obwohl es kein Kunststück war, nach draußen zu gelangen. Doch wo sollte man hin? Ohne Hilfe von draußen war man in kürzester Zeit wieder gefasst und man hatte dann nur Unannehmlichkeiten. Hier war man geborgen und sicher. Wir hatten eine gute Unterkunft, gutes Essen und eine geregelte Arbeitszeit mit arbeitsfreien Sonn- und Feiertagen. Dazu gab es Freizeitbeschäftigung nach Belieben und wir verdienten noch etwas Geld. Man konnte lesen oder schreiben, allerdings noch immer nicht nach Hause oder man konnte sich Filme ansehen. Auch bunte Abende wurden veranstaltet, da waren dann auch die Amis anwesend. Ein großer Feiertag war der 22. Februar, Washingtons Geburtstag. Doch für mich bedeutete er 2 Jahre Gefangenschaft. Abends stieg ein großer bunter Abend mit allerlei Darbietungen von einigen wenigen Leuten, die gekonnt kleine Sketche, Couplets und Kunststückchen zum Besten gaben. Einer sang die Moritat von Sabinchen und dem schwarzen Schuster, ein anderer trat als Stepptänzer auf, dem ich dafür einen besonderen Resonanzboden gebaut hatte. Der Ansager kündigte zweisprachig die einzelnen Programmpunkte an und gab auch Erklärungen in Englisch, denn der halbe Saal war von den Amerikanern besetzt. Sie waren ein dankbares Publikum und klatschten wie verrückt, sodass mancher Programmpunkt wiederholt werden musste. Der Stepptänzer kam kaum noch zur Ruhe. Wir lachten mehr über die Amis als über das Programm. Sie waren so leicht zu unterhalten. Heimweh. Wenn bei uns auch alles in geregelten Bahnen verlief, so waren meine Gedanken doch dauernd zu Hause, besonders in der Freizeit. Ich hatte in der Zwischenzeit 2 ziemlich alte Briefe von meiner Frau erhalten und wusste, dass die Wohnung zerstört war, aber sie und die Kinder lebten und waren gesund. Die Nachrichten, die wir aus den Zeitungen erfuhren, waren alles andere als gut. Es war mir bekannt, dass die Franzosen die Besatzung daheim stellten, aber da las ich Mitte Februar im Wanderer, dass das Merziger Gebiet von Luxemburger Truppen besetzt sei. Das brachte mir so richtig zum Bewusstsein, wie weit wir gesunken waren und ich wusste nicht, soll ich darüber lachen oder weinen, aber schließlich waren sie bei den Siegern. Und warum sollten sie sich einen solchen Triumph entgehen lassen? Da sich 1946 der Todestag des blinden Königs Johann von Böhmen, der ein Graf von Luxemburg war, zum 600. Male jährte, entführten sie dessen Sarg aus der Klause bei Serig in die Kathedrale nach Luxemburg unter viel Pomp und Glockengeläut. Doch böse Zungen behaupteten, der Sarg war leer, als er geöffnet wurde. Die Preußen waren also genauso schlecht wie die Luxemburger und hatten in weiser Voraussicht schon vor Kriegsende die sterblichen Überreste des blinden Königs ausgelagert, wie man das nannte. Mir war klar, dass ich so ziemlich von vorne anfangen musste, wenn ich wieder heimkam, und ich wollte so bald als möglich ein eigenes Haus bauen. Glücklicherweise besaß ich ein Baugrundstück und das konnte wohl kaum jemand vortragen. Immer wieder kreisten meine Gedanken um ein Haus. In Brighton hatte ich schon zaghaft begonnen, Entwürfe dafür zu machen, wobei ich auch die Möglichkeit eines Holzhauses in Betracht zog, derer ich inzwischen viele gesehen hatte und, sofern ich das richtige Holz beschaffen konnte, auch selbst bauen konnte. In Fitzsimmons zeichnete ich nun weiter und stellte auch Berechnungen an, obwohl ich keine Ahnung von den damaligen Preisen hatte. Noch heute muss ich schmunzeln, wenn ich mir diese Zeichnung vor Augen halte, aber ich hebe sie auf als Andenken. Am 13. Februar bekam ich einen nicht geringen Schreck. Beim Abendessen wurde mir überraschend mitgeteilt, dass ich am 16. nach Carson versetzt werden sollte. Daraus blieb beim Schreck. Am nächsten Tag wurde widerrufen, zunächst nur vorläufig, aber es kam nichts mehr nach. Ich habe nie erfahren, was damals los war, aber am 15. kamen 11 Mann weg, ohne mich. Da konnte man nervös werden. Es waren alles Leute, die genau wie ich erst vor wenigen Tagen fotografiert worden waren und denen Fingerabdrücke abgenommen worden waren. Am nächsten Tag war Großreine machen, weil General Eisenhower kommen sollte. Doch der nächste Tag, ein Sonntag, verging, ohne dass wir ihn zu Gesicht bekamen. Ich glaube auch nicht, dass, wenn er wirklich da gewesen wäre, er sich für uns interessiert hätte.
Gerüchte über Rocky Mountains Arsenal. Ende Februar wurde es tagsüber schon ganz schön warm, sodass man draußen in der Sonne sitzen konnte, aber es schwirrten alle möglichen Gerüchte und Parolen umher. Die Wintersachen mussten zum Teil abgegeben werden und unsere Mäntel zum Färben. Irgendwas lag in der Luft. Es wurde von 150 Mann gesprochen, die in ein anderes Lager kommen sollten. Es wurde auch der Name genannt, Rocky Mountains Arsenal. Dieser Name löste bei vielen von uns einen Schock aus. Es galt als das verrufenste Lager in Colorado. Jeder, der davon gehört hatte, erzählte schreckliche Dinge, aber ich konnte nie einen finden, der tatsächlich dort war. So wurde erzählt, der Kommandant und die Wachen seien Juden und alle Gefangenen dürften sich nur im Laufschritt bewegen. Wer nicht schnell genug laufe, dem würde mit dem Knüppel nachgeholfen. Außer den normalen Zählappellen gäbe es solche auch nachts, besonders wenn es regnete. Jeden Tag müssten die Fußböden in den Baracken mit der Wischbürste geschrubbt werden und Tische und Bänke mit der Nagelbürste. Es soll auch vorgekommen sein, dass Leute an einem arbeitsfreien Sonntag alle Dächer der Baracken mit Bürsten abwaschen mussten. Es wurden noch mehr Dinge erzählt, die kaum glaubhaft erschienen. Die Ungewissheit dauerte mehrere Tage. Da nur die Hälfte von uns versetzt werden sollte, hoffte jeder, dass es nicht gerade ihn treffen würde. Ich hatte natürlich auch keine Lust, von Fitzsimmons wegzugehen, besonders da ich inzwischen beim Boss eine Art Vertrauensstellung hatte. Er hatte auch eine junge Freundin, mit der er Ausflüge machte, aber er schloss sich augenzwinkernd mit ihr in seinem Büro ein. Ich hatte dann dafür zu sorgen, dass er nicht gestört wurde, bis er sie wieder weggebracht hatte. Ich versuchte nun, von ihm etwas über Rocky Mountain Arsenal zu erfahren, aber er wusste nur, dass dies eine Fabrik der Armee war und nicht sehr weit entfernt lag. Von einer Verlegung dorthin wusste er nichts, aber wollte sich dafür wenden, dass ich bei ihm bleiben konnte. Doch es war bereits zu spät. Am nächsten Tag, dem 28. Februar, wurde die Liste bekannt gegeben und am 1. März um 9 Uhr fuhren die Busse ab. Verlegung nach Rocky Mountains Arsenal. In gedrückter Stimmung und banger Erwartung fuhren wir dem Ziel entgegen, das wir gegen Mittag erreichten. Es war tatsächlich Rocky Mountain Arsenal. Das Lager bestand aus nur wenigen Baracken älterer Bauart, ähnlich wie in Camp Clark, und stand auf einer weiten, baumlosen Ebene. Die Fabrik, ein ziemlich großer Komplex, lag etwa 3 Kilometer entfernt in einer flachen Senke. Drehte man sich um 90 Grad nach rechts, so sah man ab 500 Meter beginnend eine Unmenge einheitlicher grauer Gebäude, die wie langgestreckte Baracken aussahen, aber keine waren, wie sich bald herausstellte. Wir wurden von einem Offizier mit einem kleinen Kommando Soldaten in Empfang genommen. Das Lager war leer, bis auf eine Gruppe Küchenpersonal und einen Spieß mit seinem Personal. Wir wurden im Lager gezählt und anschließend auf 3 Baracken verteilt. Alles verlief ganz normal und Baracken und Lager machten einen sauberen Eindruck. Nur der Zaun war fester und es gab 2 Wachtürme, die aber nicht besetzt waren. Die Amerikaner verließen das Lager, sobald die Zählung vorbei war, und begaben sich in ihre Baracken außerhalb der Umzäunung, während wir zum Essen in die Küchenbaracke gerufen wurden. Gewissen merkten wir sofort, dass es nicht Fitzsimmons war, aber man wurde satt. Otto Linse, mit dem ich mich seit Yuma angefreundet hatte und der immer voller Humor und Witz war, meinte während des Essens, dass nichts so heiß gegessen würde, wie es gekocht wird, und dass an den Gerüchten vielleicht gar nichts wahr sei. Ich wollte es aber genau wissen und benutzte die erste Gelegenheit, den Spieß zu fragen. Er hörte mich an, lächelte und sagte, er sei auch mit ungutem Gefühlen erst vor wenigen Tagen mit seinen Leuten hier angekommen, aber von alledem, was er auch gehört hatte, habe er noch nichts bemerkt. Die Amis seien auch erst gekommen. Er wisse nur, dass das Lager eine Zeit lang leer stand. Über die Art der Arbeit hier wusste er nichts zu sagen, meinte aber, das könne nur Arbeit in der Fabrik sein. Den Nachmittag ließ man uns in Ruhe, sodass wir Zeit hatten, uns einzurichten und die Örtlichkeiten zu untersuchen. Es war alles da, was zu einem Lager gehörte, aber im Waschraum gab es nur kaltes Wasser. Direkt neben der Küche entdeckte ich eine Art Tagesraum mit einem Harmonium drin.
Darauf und auf einem Tisch lagen eine Menge Bücher und Zeitschriften in deutscher Sprache. Einer der Köche sagte mir, ein Kaplan habe das alles dorthin gelegt zum Lesen und Mitnehmen. Ich blätterte in den Zeitschriften und nahm mir vor, laufend daraus zu lesen. Es handelte sich in Hauptsache um ein Familienblatt nach Art der Gartenlaube und hieß Blätter und Blüten. Mehrere Jahrgänge lagen dort und es war sehr interessant zu lesen. Unter den Büchern fiel mir ein besonders dickes und altes Buch auf. Ich nahm es heraus und hatte eine herrliche alte Lutherbibel in der Hand. Die geht mit, sagte ich mir, fragte aber sicherheitshalber den Koch noch einmal, ob ich das Buch mit auf die Barke nehmen könne. Der Koch sagte, du kannst mitnehmen, was du willst, auch wenn du von hier weggehst. Der Kaplan hat ausdrücklich gesagt, es könne jeder mitnehmen, was er wolle. So nahm ich die Bibel gleich mit und legte sie unter mein Kopfkissen. Leider musste ich sie 10 Tage später dort liegen lassen, weil ich sie einfach nicht mehr in meinem Gepäck unterbringen konnte. Das war umso ärgerlicher, weil ich sie wieder eine Woche später bequem hätte nach Hause schicken können. Abends war wieder Zählung, aber von Arbeit war immer noch keine Rede. Und am nächsten Morgen nicht. Und der folgende Tag war ein Sonntag, an dem auch nicht gearbeitet wurde. Mir war das recht, so konnte ich ungestört lesen. Am Nachmittag wurden einheitliche blaue Arbeitsanzüge ausgegeben. Dazu gehörte auch ein Hut aus demselben Stoff mit abgestepptem Rand. Die Hüte wirken lächerlich, wenn man sie nach Vorschrift trug. Aber in Israel werden sie heute noch getragen, sowohl in den Kibbuzim als auch beim Militär, wie man gelegentlich auf dem Bildschirm sehen kann. Nur handelte es sich dort um die grau-grüne Ausgabe. Kistenstapel. Am Montagmorgen wurden wir dann in mehreren Gruppen eingeteilt und marschierten mit Bewachung zu den vermeintlichen Baracken. Dort übernahmen Zivilisten die einzelnen Gruppen samt einer Namensliste und gaben an jeden Mann 2 Ansteckplaketten mit gleicher Nummer aus. Die eine musste auf der Brust und die andere am Hut sichtbar getragen werden. Dann wurde uns kurz erklärt, was wir hier zu tun hatten. Dabei erfuhren wir, dass die vermuteten Baracken in Wirklichkeit gestapelte Kisten mit darüber gezogenen und festgezurrten starken Zellplan waren. Die Stapel ruhten auf exakt waagerecht verlegten Vierkanthölzern auf Betonfundamenten. Die Fundamente waren genau ausgerichtet, etwa 50 Meter lang und 10 Meter breit. Zwischen den Stapeln war der Abstand und Zwischenraum auch etwa 50 Meter. Inzwischen brachten Lastwagen die ersten Kisten von der Fabrik heran und setzten sie mittels eines aufmontierten Krans neben den einzelnen Fundamenten ab. Jede Gruppe übernahm nun einen Stapel und schichtete die Kisten genau nach Anleitung des zivilen Gruppenleiters auf die Unterlage, die unterste Lage quer, die nächste lang und so abwechselnd etwa 3 Meter hoch. Dann wurde nur noch in der Länge gestapelt, wobei die einzelnen Lagen jeweils um 2 Kisten schmäler wurden und zuletzt nur noch eine Reihe als First das Ganze abschloss und abgedeckt wurde. Für jeden Stapel waren 2 Wagen eingesetzt, der jeder 40 Kisten geladen hatte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatten sich die einzelnen Gruppen doch schnell eingearbeitet und arbeiteten Hand in Hand. Der Aufseher, der mit Lot und Waage darauf achtete, dass der Stapel senkrecht und im Verbund wie eine dicke Mauer wuchs, hatte auch bald die Leute herausgefunden, die sich geschickt anstellten und stellte diese an die Punkte, die für die Einhaltung der Richtung wichtig waren. Die Mitte brauchte dann nur noch ausgefüllt zu werden. So stapelten wir bald die Kisten schneller, als die Wagen sie heranbrachten, wodurch wir dann Ruhepausen hatten und diese dazu benutzten, uns die Kisten einmal näher anzusehen, um herauszufinden, was wohl darin sein mochte, denn sie waren so schwer, dass 2 Mann nötig waren, um sie an ihren Platz zu heben. Dabei durften sie nicht gekantet werden. Die Kisten waren etwa 1,50 Meter lang und von den Ecken her gesehen 30 bis 35 cm quadratisch mit schwarzer Beschriftung. Dort war zunächst eine Codebezeichnung aus Buchstaben und Zahlen, darunter stand Bomb and Wire und die Gewichtsangabe in englischen Pfund. Nun wussten wir, was in den Kisten war. Otto übersetzte das Wort Wire, das eigentlich Draht hieß, mit Bombe und Zünder. Das Gewicht entsprach etwa 50 Kilogramm. Das waren also die Bomben,
wie sie hauptsächlich die Jabos verwendet hatten. Mich interessierten am meisten die Kisten. Sie waren aus astfreien, gehobelten Kiefernholzbrettern hergestellt und wurden nachgebraucht oder als überzählig für 10 Cent verkauft. Zwischen Neapel und Aversa lagen ganze Berge davon entlang der Straße. Ich rechnete mir einmal aus, dass ich aus 700 solcher Kisten ein Holzhaus samt Möbel hätte bauen können. Es gab größere Kisten für 25 Cent. Wir machten auch angesichts der vielen Bomben unsere Sprüche und fragten den Aufseher, wofür noch Bomben, da der Krieg doch vorbei sei und das Friedenszeitalter begonnen habe. Sie reagierten unterschiedlich, die einen mürrisch, die anderen fragten etwa sinngemäß, ob wir auch an Hexen glaubten. Einmal stand ich oben auf einem fast fertigen Stapel, während wir auf Nachschub warteten. Es war klares Wetter und mir kam der Gedanke, die Stapel zu zählen. Bei 200 gab ich es auf, weil die weiter wegliegenden nicht mehr auszumachen waren. Jeder Stapel hatte eine ganz bestimmte Zahl Bomben. Ich weiß die Zahl heute nicht mehr, aber ich weiß noch, dass 166 Kisten nebeneinander die Länge eines Stapels waren, weil eine Lage in Augenhöhe fortlaufend nummeriert wurde. Das besorgt am ersten Tag der Aufseher mit einem grünen Ölstift. Doch dann gab er einem von uns den Stift. Otto und ich wechseln uns daran ab. Jeder Aufseher hatte eine andere Farbe, wohl zur Kontrolle. Mit der Zeit wurde es auch ihnen zu viel, auf den Stapel zu steigen, und sie hielten sich meistens unten auf. Das brachte uns auf die Idee, einzelne Kisten mit sinnreichen Sprüchen zu beschreiben, bevor sie von den nächsten zugedeckt wurden. Die Amis werden wohl Augen gemacht haben, als sie später vielleicht in Korea oder Vietnam diese Sprüche lesen konnten. Von den Aufsehern erfuhren wir auch, dass jeder Stapel genau die Schiffsladung eines bestimmten Typs entsprach. Ein Teil unserer Leute war beim Beladen der Wagen eingesetzt. Von ihnen erfuhren wir, dass im Arsenal keine Bomben hergestellt, sondern nur mit Sprengstoff gefüllt und verpackt wurde. Unser Einsatz im Rocky Mountain Arsenal dauerte nur 10 Tage, aber das reichte doch aus, etwas über die früheren Zustände dort zu erfahren, wenn auch erst gegen Ende der Zeit. Ich klopfte bei unserem Aufseher in die Richtung einmal vorsichtig auf den Busch. Er wollte nicht so recht mit der Sprache heraus und sagte nur, ich solle froh sein, damals nicht hier gewesen zu sein. Ich animierte Otto, mehr aus dem Mann herauszuholen, denn er sprach viel besser Englisch als ich. So fanden die Gerüchte doch ihre Bestätigung. Die Zustände fanden ihr Ende, als unerwartet eine Untersuchungskommission im Lager erschien und Vernehmung durchführte. Der Kommandant wurde abgesetzt und verschwand mit seinen Leuten. Das Lager wurde aufgelöst und blieb leer, bis wir kamen. Ob nach uns nochmals Gefangene dahin kamen, weiß ich nicht. Wir zogen am 11. März restlos ab, nachdem am Tag vorher bereits ein Teil von uns nach Fort Logan verlegt worden war. Für uns waren die Tage im Rocky Mountain Arsenal ganz normal mit 8 Stunden Arbeitszeit, nur das Essen hätte etwas besser sein können. Die Arbeit war auch zu ertragen, aber es herrschte dauernd ein starker Wind bis zur Sturmstärke, der viel Sand aufwirbelte. Dabei wurden einmal 2 Mann vom fahrenden Pritschenwagen geblasen, kamen aber mit dem Schrecken davon. Hier konnten wir auch zum ersten Mal seit Kriegsende wieder eine Karte nach Hause schreiben, der 5. März. Außerdem konnte jeder, der es wollte, für $30 eine Armbanduhr mit Stahlgehäuse bestellen, die in Camp Carson geliefert werden sollte. Auch erhielten wir unsere schwarz gefärbten Uniformen zurück, aber alles war eingelaufen und zu klein geworden. Außerdem wurden uns wieder Kochgeschirre ausgehändigt und ich erhielt $18 Arbeitslohn für Februar. Am 9. März wurde nicht mehr gearbeitet, sondern wir bereiteten uns auf den Abmarsch vor. Als am nächsten Tag, einem Sonntag, etwa die Hälfte von uns nach Fort Logan abfuhr, wurde uns gesagt, der Rest fahre am nächsten Tag nach Camp Carson. An Rocky Mountain Arsenal wurde ich nur noch einmal erinnert, als der Spiegel Ende 1969 eine Artikelserie brachte, Unternehmen lautloser Tod, in welcher über den Stand der amerikanischen B- und C-Waffen berichtet wurde. Daraus hieß es in der Nummer 51 vom 15. Dezember 1969, viele tausend Liter Nervengas lagern in Stahlbehältern mit 2 Zentimeter dicken Wänden an verschiedenen Stellen des Rocky Mountain Arsenal,
an der Basis des Chemiekorps 16 Kilometer nordöstlich von Denver mit einer Fläche von 4500 Hektar. Bei dem Gas handelt es sich größtenteils um den Werkstoff Sarin, der in einer Anlage wenige Kilometer westlich der Lagerstätten hergestellt wird. Als ich das gelesen hatte, konnte ich annehmen, dass unsere Bomben inzwischen ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt waren. Die Gasproduktion begann laut Spiegel erst Anfang der 50er Jahre. In demselben Artikel wird auch eine ähnliche Anlage erwähnt, die wenige Kilometer südlich einer kleinen Farmerstadt an der Westgrenze von Indiana liegt. Hierbei könnte es sich um die Stickstofffabrik handeln, die in der Beschreibung von Camp Atterbury erwähnt ist.